gegen alles Böse, das die Hölle ruft, entsenden wir nur dich. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. Leute, ganz ruhig. Was ist das denn für eine? Aber es gibt hier kein Totem. Komm, nimm mal mit. Wie genau? Was genau soll ich jetzt machen, wenn es hier kein Totem gibt? Ganz ehrlich. Ich glaube, der hat da was mit zu tun. Hey. Hallo. Toll, mein Spiel hat sich minimiert. Danke. Hallo. Was eine Katastrophe. Es gehen auf jeden Fall meine ganzen Bonusleben drauf, die ich so eingesammelt habe. Weil ich dieses verkackte Ding nicht finde. Ich habe das Gefühl, dass der da was mit zu tun hat. Weil der lässt sie da immer spawnen. Das ist definitiv so gewollt. Alter. Wow. Ich bin am Arsch. Es hat aufgehört. Mit. Ja, ich meine. Das hätten sie mir auch vorsagen können, dass es sowas auch gibt. Würde ich nicht da 1000 Jahre rumrennen. Alle Bonusleben sind für'n Arsch. Nicht danke, Spiel. Nicht danke. Ich meine, das ist sehr schön, aber das ist auch scheiße irgendwie. Jetzt habe ich alle deine Stärke, all der Charme, und doch konntest du diese Welt nicht vor sich selbst retten. Leider nicht, ja. Doch mit der Erde wird es anders sein. Ist das so? Na dann. Ja. Ich habe keine einzige Munition mehr. Hier. Ah.
kritischer Schaden. Jetzt habe ich bald. Das ist eine komplette Katastrophe. Kann ich das nochmal neu starten? Hier. So einfach kann es gehen. Ich mach das jetzt einfach mal, weil. Felstiegel steckt immer noch im Titan, der diese Wächterstadt angriff. Das war dein erster. So einfach kann es gehen. Hier begann die Legende des Slayers. Das ist ganz toll. Jetzt wissen wir auch, was uns erwartet. Beziehungsweise normalerweise. Ach, sich das. Ich hasse es ja selbst neu zu starten, ne? Es ist erst sagen sie dir, wenn diese Invasion kommen, musst du so ein Totem zustellen. Da suche ich 100 Jahre. Ich habe den Dämon ja gesehen. Aber dann suche ich 100 Jahre nach so einem verkackten Totem, weißt du? Und dann ist es dieses Vieh. Schau mal, was zur Hölle? Komm. Ich weiß, was da jetzt rauskommt. Ah, da spielen wir die paar Meter bis da vorne. Ne, wo waren wir? Hier vorne. Nochmal neu. Das war ja nicht... Alter. Hä? Haben beide nicht ausgereicht, oder was? Das ist schon verflucht heute, die Aufnahme. Was ist das? Ja, das habe ich nicht gewählt. Voll in zwei Teile geteilt. Alter. Ja, das kennen wir alle schon. Ich versuche jetzt einfach nur schnell da durchzuchargen. Ja, komm, mach die Animation mal schneller. Was ist das jetzt hier? Da ist schon wieder eins weg. Irgendwas, also heute läuft es irgendwie nicht so richtig. Ich weiß nicht. Ich merke das selber schon. Selberst. Genau. Ja. Also. Da war mir hier. Gespawnt. Das hole ich mir gerade eben mal. Das habe ich eben nicht gemacht. Das habe ich jetzt zu den Großen. Ich muss den nur finden. Der war da drüben.
Will ich vielleicht auch nicht meine ganze Gesundheit. Ne, wo ist er denn jetzt? Da vorne. Seh nix. Explodiert. So einfach, warum geht das nicht gleich so einfach? All deine Stärke, all der Charme. Und doch konntest du diese Welt nicht vor sich selbst retten. Doch mit der Erde wird es anders sein. Das will ich doch mal hoffen. So, das nehmen wir mit. Es kommt aber noch der andere. Ah nee, das war die Begegnung. Stimmt. Die ist hier hinten irgendwo. Ne? Huh. Das gerade mal. Was genau ist das? Kannst du aktive Meisterschaftsherausforderungen umgehen und sofort Waffenmeisterschaften aktivieren? Ach so. Reiterarsenal. Neues. Die gibt es anscheinend nur sehr secretartig, oder was? Ah ne, wird ja angezeigt. Ja, gut. Okay, das heißt, ich muss ihn wegmachen. Dann mit der BFG, das ist die Nummer 8, werde ich ihn dann direkt über den Haufen schießen. Ich hoffe, das reicht. Sehr schön. Doomstufe 10. Und ja, ich habe jetzt zwar keinen Schuss mehr über, aber es ist okay, es ist okay. Ich habe erreicht, was ich wollte. Und der Rest, der kommt von allein. Okay, da hinten rechts gibt es noch was. Wird wahrscheinlich wieder so zu öffnen sein, schätze ich mal. Nee, tatsächlich nicht. Aha. Da sehe ich was leuchten an der Decke. Wie komme ich da denn hin, bitte? Willst du mich verarschen? Muss ich jetzt was Magisches aktivieren, oder was? Damit alles aufgeht. Knöpfe drücke. Nee, nicht so richtig. Das ist nicht so wirklich. Oder, warte mal, runter, dann vielleicht hier hinten hoch, dann hier rüber. Ja, das könnte sogar der Way to go sein. Was ist das denn jetzt? Natürlich Dashen einreißen. Das mache ich eigentlich fast immer so. Ja, wie komme ich da ran? Kommen Sie? Was war das jetzt? Bin ich jetzt so oder habe ich es geschafft? Oh, ich habe es gerade so geschafft. Na, weiter geht's.
Es ist zumindest abgelaufen. Komme ich nicht durch. Ich meine, ich kann nicht... So. Ja. Wie soll ich das denn wissen, dass ich da drauf schießen muss? Komm schon. Es steht geschrieben, dass dein Hass auf die Dämonen dem Volk von Argent dir nur Hoffnung gab. So wie jetzt auf der Erde. Ja, ist definitiv möglich. Was haben wir da? Können wir wieder aufhören? Was? Gibt's hier was? Aber wie komme ich? Mich stört trotzdem, dass ich das Ding da nicht bekommen habe. Muss es irgendeinen Knopf geben? Ich muss nochmal zurück. Es geht nicht anders. Kann ich nicht, oder was? Bin am Arsch. Charge doch, Kind. Frage ist, wie komme ich hier raus? Geht das? Hier? Okay. Es geht nur darum, hierher. Hier rein komme ich dadurch. Von oben nach unten quasi. Komm ich da durch? Wie zur Hölle komme ich da rein? Da geht's nicht irgendwie runter oder so, ne? Also ich muss da dran springen, dann da hoch, das Ding kaputt schlagen, das fällt runter. Aber wie komme ich hier durch? Durch dieses Tor komme ich ja schon nicht durch. Das ist ja schon... Ah, das ist ja schon ein Fehler. Aber vielleicht komme ich da später auch noch hin. Es kann ja sein. So, können wir jetzt ein bisschen lesen wieder, ja? Aber wir haben fast alle Dinge hier. Also, nach der Ankunft des Slayers trieben die Wächter der Nacht die Kampagne tiefer denn je ins Dämonenreich voran. Mächtige Atlanen pflügten an der Seite des Slayers und seiner Armee durch die Höllenbrut. Auf Geheiß der Allmutter hatten die Hohepriester Zugang zum Herzstück der dämonischen Welt gefunden. Und mit Hilfe der Die konnten neue Tore aufgestoßen werden. Unsere Kriegsmaschinen waren unaufhaltsam von Maker-Technologie angetrieben und von eben jener Essenz befeuert, die unsere Feinde uns entgegenschleuderten. Als wir uns immer tiefer ins blutgedrängte Reich der Dämonen vorarbeiteten. Die Macht des Slayers brachte
uns unzählige Siege, denn mit dem Alpha Interfactor an unserer Spitze waren wir unaufhaltsam. Obwohl unsere Herzen rein und unsere Mission eine gerechte war, hatte die Allmutter ihre Priester hinter unserem Rücken angewiesen, riesige Fabriken auf dem heidnischen Land zu errichten, um noch mehr Essenz zu erwirtschaften. Wir wissen nicht, wie diese Täuschung begann, denn wir waren auf die Horden der Unterwelt konzentriert. Warum sollten wir da so tief sinken und unsere Allmutter des Verrats an unserem Pakt verdächtigen? Die Khanmaker schien die unvorhergesehene Ankunft des Slayers zu missbilligen und die Seraphim, die den Zerstörer heimlich hatten Fleisch werden lassen, verschwanden bald aus Urdak. Vielleicht wurde sie als Bestrafung für solche Ketzerei ins Exil geschickt. Unsere Legion stand unerschütterlich unter dem ewigen Rachedurst des Doomslayers. Und die Khanmaker sah schließlich ihren Vorteil in seiner Unterstützung. Bald wurde kundgetan, dass der Slayer die Verkörperung der Gottmaschine der Makers war. Die Wiedergeburt eines heiligen Relikts. Er sollte den Heiden die Lehre der Makers bringen und all jene im Staub zertreten, die den Gläubigen von Urdak schaden wollten. Der Slayer ermöglichte der Allmutter so, Essenz zu sammeln, die sie ohne unser Wissen in den Treibstoff umwandelte, der als Argent-Energie bekannt werden sollte. Der Slayer schert sich nicht um Staatsorganisationen. Das System unseres Volkes interessiert ihn nicht, denn er war völlig auf die Zerstörung der Dämonen und ihrer Welt konzentriert. Rätselhafterweise sprach er kein Wort mehr, obwohl er die Fähigkeit nach wie vor besaß. Man vernahm nur noch gutturale Laute der Wut, wenn er seinen Gegnern Schmerzen zufügte. Über Jahre hinweg marschierte er mit den Wächtern der Nacht durch das flammen- und toste Land der Dämonen. Bei jeder Rückkehr nach Argent Dunur hatte sich viel in unserer Heimat verändert. Wenn die Wächter Schuld trifft, dann die, dass wir unser Volk in unserem Eifer vernachlässigt haben und den Aufstieg des Bösen nicht bemerken, den unser Kreuzzug vorantrieb. Wir kannten nur den Feind vor uns und den Reichtum Agenzas hinter uns und hielten nie inne, um den Preis des Fortschritts zu hinterfragen. Ja, er kann sprechen. Die Frage ist, warum tut er es nicht? Er ist einfach irgendwann nur noch am Ragen gewesen. Die Frage ist auch, wie zur Hölle komme ich hier rein? Wieder irgendein Knöpfchen? Oder irgendein Ding, wo ich drauf schießen muss? Sieht nicht so aus. Vielleicht kommt das noch, ich weiß ja nicht. Also. Saran. Was ist das denn? Ist das ein riesiger Maker? Oder ist das diese Gottesmaschine? Beeilung. Steig. Es gibt Kräfte, die dies aufhalten wollen. Ich mache dir ein Geschenk. Nimm es. Es verleiht dir Stärke. Hilft dir auf deiner Reise. Göttliche Macht wurde ihm gegeben. Und jetzt werden sie dich fürchten. Sehr schön. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat, aber... Also, keine Ahnung, was der ganze Raum da unten bringt. Aber gut. Was gibt's denn hier? Gucken wir mal an, du. In der endlosen Bewusstseinsmatrix des allwissenden gottgleichen Makergeistes existiert jede Möglichkeit und jede vorhersehbare Variable einer möglichen Zukunft. Sie sind dem Maker-Kollektiv in allwissender und untrennbarer Klarheit bewusst. Dieser gottgleiche Verstand überwacht diese Zeitachsen, die sich bilden und aussehen wie fraktale Muster im Gewebe des Seins. Unter diesen unendlichen Möglichkeiten ist nur eine Konstante zu erhaschen, die von uferloser Variabilität unverändert bleibt. Die des prophezeiten Zerstörers, der die Makers vernichten wird. Und das ist was, der Slayer, oder was? Das heißt, die müssten ja, wenn die alles wissen zu ihrer Zeit und immer, eigentlich gesehen haben, dass der Doomslayer quasi auch der Makerslayer ist dann. Im Endeffekt. Na, mal gucken.
Mal gucken. Ich muss mehr Leute einfrieren. 7 Stück noch. Und ich muss diese komischen Pain Elementals da. Ein paar mehr von machen. Wo ist er denn? Oh Gott, was? Ciao. Ich gehe mal gerade. Ich brauche Munition. Alter, ist dein Ernst? 2? Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist hier kein Ziel, bitte, ja? Oh mein Gott. Was ist denn dieses dumme Elemental? Ja, das war mir... Hallo? Alter, ich werde hier komplett gebumst gerade. Jetzt habe ich den falschen gedrückt. Nee, habe ich nicht. Man muss fast kaputt gehen, ja? Jetzt von hinten? Keine Ahnung, ich glaube, das hat gezählt. Ja, sehr schön, das hat gezählt. Holy shit. Muni, bitte. Habe ich das gerade richtig gesehen? Ja. Huch. Hä? Was passiert hier? Ich muss erstmal den ganzen Schrott hier wegmachen, bevor ich mich um den kümmern kann. Irgendwo ist hier noch was. Was Kleines. Da. Lasst uns beten, Brüder. Bete, dass er zusieht.